Max Dorn. Lisa. Lisa Engel. Was hast du da eigentlich gezeichnet, als ich zu dir ins Auto gestiegen bin? Ach, das war so eine Skizze. Was für eine Skizze? Hm. Interessiert dich das? Mhm. Das ist ja irre. Bist du das? Das ist der Augenblick zwischen Leben und Tod. Diesen Moment will ich beherrschen, begreifen, festhalten. Sag mal, und woher nimmst du die Autos dafür? Vom Schrottplatz. Unfallwegen, kaputte Karren. Tibor richtet sie her, dass wir gerade noch fahren können. Du solltest ihn kennenlernen. Er ist ein Genie. Ja? Mhm. Diesbezüglich. Nett hast du sie. Das war meine Freundin. Habt ihr euch getrennt? Sie ist tot. Es tut mir leid. Wie ist das passiert? Sie ist in der Struppklamm abgestürzt. Mehr weiß ich auch nicht. Die Polizei hat mich deswegen auch schon gefragt. Sind das grüne Mambas, oder? Das sind welche, ja. Hast du Schiss vor denen? Warum sollte ich? Die tun dir nichts, wenn du sie in Ruhe lässt. Im Gegensatz zu uns Menschen töten sie nur das, was sie auch fressen können. Ich glaube, es sollte jetzt besser gehen. Es ist schon spät. Du kannst ruhig da bleiben. Ja? Mhm. Du schläfst auf dem Bett und ich schlaf oben auf dem Sofa. Keine Angst, ich rühre dich nicht an. Wir wollten doch noch was besprechen. Das hat Zeit bis morgen. Lisa Caro. Ich wollte ohnehin gerade gehen. Du kannst ruhig da bleiben. Ich ruf dich an. Ich ruf dich an. Thank you.
Und warum haben deine Großeltern das Hotel zugemacht? Sie sind zu alt. Jetzt wollen sie an die Japaner verkaufen und die werden halt so eine Bettenburg draus machen. Und was machen deine Eltern? Sie sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das tut mir leid. Schon gut. Wie alt warst du? 4. Und mit deinen Großeltern verstehst du dich gut? Ich bin bei ihnen aufgewachsen. Sie wollten, dass ich eine Hotelfachschule besuche. Ich aber nicht. Wovon lebst du eigentlich? Na ja, Taxi eben. Aber nur zwischendurch. Weißt du, die meisten von uns verraten ihre Träume viel zu früh. Ohne jemals ausprobiert zu haben, sie zu verwirklichen. Viele sind einfach zu feig. Aber wir reden ja die ganze Zeit nur von mir. Wie ist das mit dir? Was? So. Ich studiere. Und was? Psychologie. Psychologie? Komm rauf. Das ist ein irres Gefühl. Hast du Angst? Du musst überwinden, das ist alles. Dann ist es ganz einfach. Dann erlebst du alles viel intensiver.